Die Anhörung im Deutschen Bundestag hat unsere Einschätzung bestätigt, dass diese drei Staaten als sichere Herkunftsstaaten angesehen werden können. Dort drohen weder Verfolgung. Wir kommen hier, die bewerfen Steine oder die schimpfen einen oder auf der Straße wird da auch so gesagt. Die sagen Serbien für Serben, verstehst du mich, nicht für andere Leute. Noch Folter, noch unmenschliche Behandlung. Wir dürfen nicht nur bis da hinten zur Tür, sonst schlagen sie uns. Das gilt auch in Bezug auf die Volksgruppe der Sinti und Roma. Ich kenne das Land hier gar nicht. Ihr müsst Zigeuner gesagt. Habt hilft euch von hier. Ihr braucht nicht hier zu kommen. Komm. Also wir fühlen uns so wie Deutsche. Hey, how are you doing? How are you doing? It's okay. Deutschland gekommen, ne? Sodass nach diesen drei Monaten klar ist, wer bleibt und wer nicht bleibt. Über die Abschiebung denke. Also ich denke, gerade für die Kinder ist es halt schwer, wenn die hier aufgewachsen sind, die immer hier bleiben können, das geht halt auch nicht. Erst ab einem bestimmten Alter werden die einzeln betrachtet. Solange die minderjährig sind, werden die halt mit ihren Familien zusammen abgeschoben. Ja. Das ist die Dame von mir. Von mir? Wir gehen heuer nicht in diese Schule. Wir sind dann in der Schule. Ah, wo kommen die? Die Schule ist in Deutschland und in der Schweiz. Hast du nicht die Gegend? Schaff uns, ey. Zum Beispiel von der Schule. Die armen Leute. Du wirst bald alter davon sein. Wenn wir könnten, wirklich, Mama hat schon gesagt, sie würde Fatma und ihre Geschwister echt adoptieren. Weißt du, wie uns das geht, dass sie weg muss? Die hat hier alle Freunde. Die Schule, alles. Und die werden dich auch nicht vergessen, egal was passiert. Und wir werden euch auch nicht vergessen. Ich wünsche mir sehr, dass ich nicht abgeschoben werde. Das ist meine letzte Hoffnung, dass wir dieses Video machen. Ja. Ich meine, ich bin noch 12 Jahre, ich bin noch erst 12, ich will mein Leben hinter mir haben.